Moin und willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time hier in der chinesischen Mauer. Hier hatten wir ja das letzte Mal mittendrin irgendwie unterbrochen und sind hier weiterhin unterwegs, um alles aufzusammeln. Aber so wie ich mich kenne, habe ich gerade wieder den falschen Weg benutzt und hätte mich wahrscheinlich irgendwo in den Evil Dark Knight of Love and Justice verwandeln können. Deshalb gehen wir hier wieder runter und gucken erstmal auf der rechten Seite, wo wir dann hinkommen. Und auf jeden Fall gibt es hier Schlangen. Okay, hier gibt es nur Gegner, aber die wollen ja auch alle vernichtet werden. Und auch wenn hier eben schon mit der Perle der richtige Weg markiert war, kann man überall mal hochgucken. Vielleicht ist hier nochmal irgendwo was. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, jetzt kann man wahrscheinlich ganz links nochmal hoch. Hier rechts ist dann wahrscheinlich auch nichts. Also war es komplett nutzlos, durch alle Türen zu gucken. Hui. Ach ja, ich mag diese Rutschattacke. Die macht so vieles so viel einfacher. Hui. Erstmal will ich den hier töten. Um nochmal etwas Lebensenergie zu bekommen. Sehr schön. Warte! Suchst du nach Lance? Ich begleite dich. Ich begebe mich in deine Tasche, Will. So lass uns denn losziehen. Ja, du wirst mir wahrscheinlich wieder hilfreich sein in meiner Tasche. So wie jedes Mal. Okay, da könnte man runter, da will ich aber noch nicht runter. Ich will erstmal hier runter. Okay, ich glaube, ich muss da gleich doch runter. Heilkräuter gefunden, das Inventar dürfte voll sein. Das heißt, ich schicke nochmal alle roten Juwelen weg. Wobei ich wahrscheinlich demnächst nochmal irgendwie alle, alle Heilkräuter wahrscheinlich wegwerfen werde. Ich werde sie bei diesem Durchspielen wahrscheinlich nicht benutzen. Zumindest habe ich mir das mal so ein bisschen als Ziel gesetzt. Selbst wenn ich es nicht komplett ohne Heilkräuter schaffe, sollte ich es mir trotzdem schon mal leisten können, ein paar Heilkräuter wegzuwerfen, da ich ja zum Beispiel das Vampirpärchen schon ohne Heilkräuter geschafft habe. Und für die müsste man sonst immer was einplanen. Okay, das hier war also nur der Weg wieder nach oben. Das heißt, hier muss man jetzt mit Schwung durch, damit man hier rüberkommt. Okay, und man muss scheinbar direkt überall rüberspringen, da konnte ich jetzt nichts abbrechen. Da kommen wir mit Will nicht durch. Ach, wie nervig. Müssen wir also erstmal in den nächsten Abschnitt gehen. Och ja, da haben wir noch einiges vor uns. Springen wir aber doch einfach mal irgendwo runter. Hier springen. Okay, fehlt nur noch ungefähr hier. Nein, doch ein weiter links.
Und da geht es dann wahrscheinlich direkt ganz nach unten. Ah, nicht ganz. Und es gibt noch mehr Löcher, in die man springen kann. Und man kann auch weiter runterspringen. Und das ging direkt bis ganz nach unten durch. Das gefällt mir gerade nicht so. So, zumindest haben wir hier schmale Gegner. Okay, jetzt kann man hier wahrscheinlich nochmal... Okay, noch ein bisschen weiter rechts und man kommt zu einem... Weiter links und man kommt zu einem Portal. Ich glaube, hier war das. Genau. Und hier bekommen wir eine neue Kraft. Und die ist vielleicht noch besser als der Psycho-Slider. Denn es ist der Spin-Dash. Den zeige ich euch gleich natürlich erstmal, aber Gaia wird uns das Ganze noch erklären. Nurul kann den Spin-Dash benutzen. Fege deine Gegner wie ein Wirbelwind durch die Lüfte und nutze den Rückstoß, um Hügel zu erklimmen. Drücke bei der Attacke die L- und R-Knöpfe für Power. Danke, Gaia. Und mit der Attacke ist der Psycho-Dash bzw. die Aufladung des Psycho-Dashs gemeint. Wenn wir hier jetzt so am Blinken sind, vielleicht machen wir es gleich mal. Können wir jetzt hier mit L und R drehen und dann kommen wir hier mit Speed durch die Gegend. Und alles, was wir berühren, nimmt Schaden und ich glaube, wir sind in der Zwischenzeit auch immun gegen Schaden. Das war eine sehr feine Sache. Und das können wir halt auch nutzen, um hier wieder ein bisschen zurückzugehen. Und damit kommen wir dann hier runter zum Beispiel. Ich glaube, es gab noch eine Tür, die wir gleich mitnehmen können. Schlangen! Okay, von hier aus könnte man da jetzt rüber. Aber das will ich nicht. Ich will weiter runter gucken. Okay, da ist wieder irgendwie so ein Schalter-Spielkram. Aber erstmal die Feuerviecher erledigen. Hier näher. Sieh noch. Und noch mehr Schlangen und Feuerviecher. Sterbt alle. Sterbt einfach nur. So, nachdem alles vernichtet ist, kann man ja jetzt hier links weiter. Und jetzt hier durch. Na, das hat nicht so geklappt. Und der Schalter ist wahrscheinlich für den Rückweg. Und ich glaube, da komme ich jetzt nicht so wirklich gut ran. Das kann man dann später machen. Denn in diesem Portal können wir uns in den Dark Evil Warlord Chaos Knight of Love and Justice verwandeln. Der mit dem Cape.
Und mit dem können wir die Dinger jetzt natürlich ganz einfach erledigen. Und bekommen Lebensenergie. Sehr schön. Und damit müssen wir jetzt hier wohl wieder hoch. Oder auch nicht. Ah, Moment, wir können ja hier rechts noch weiter. Einfach zweimal hier draufhauen. Am besten im richtigen Abstand. Und durch. Und damit geht's dann hier auch rechts weiter. Hier hatten wir auch schon alles untersucht. Das heißt, es geht direkt in diesen Abschnitt. Und hier kommt man auch nur mit ihm weiter, weil mit Will wären wir hier nicht rangekommen. Aber er kommt mit seinem Darkfryer ganz gut daran. Und weiter geht's. Oha, er hat mich an der Hacke erwischt. Frage mich aber, ob ich hier an dieses Feuerding noch rankomme. Ja. Wäre ja ärgerlich, wenn man das irgendwie vergisst. Und du wirst garantiert lebendig. Nein, wirst du nicht. Ich kann dich aber durch die Gegend schubsen. Und man muss sie durch die Gegend ziehen. Okay, das war nicht so clever. Mach ich das denn jetzt am besten? So. Und jetzt werden sie lebendig. Und sie schießen mit Pfeil und Bogen. Und es hat sich gelohnt, die alle normal zu vernichten, denn es gibt Stärke. Hier an noch weiteren Sperren vorbei. Und so langsam müssten wir uns dem Ende dieses Dungeons nähern. So langsam. Ganz langsam. Aha. Oho. Ja, ganz nützlich, dass einige Gegner auch wirklich nur in zwei verschiedene Richtungen schießen können und dass man ansonsten vor ihnen einfach mal sicher ist. Wie zum Beispiel bei diesen Bogenschützen.
Ja, es wird wirklich Zeit, dass ich mal für diesen aufgeladenen Schuss, der das Upgrade bekommt, das wird dann nochmal ein bisschen mehr reinhauen. Hatte ja auch der Final Messenger 13 mal gepostet, dass das so seine Lieblingsattacke hier ist. Und mit Fredern ist das auch eindeutig wirklich gut. Ist, glaube ich, auch die einzige Fernattacke im Spiel. Okay, fast die einzige. Es gibt später noch eine, aber die ist praktisch nur für einen Boss freigeschaltet und dadurch wird das Ganze dann natürlich nicht besonders nützlich für den Rest des Spiels. Und hier gibt es nochmal Lebensenergie. Sehr schön. Eigentlich dachte ich, hier irgendwo gäbe es noch ein Portal. Ja, hier ist es ja. Denn hier müssen wir uns wieder zurück in Will verwandeln. Und mit dieser Verwandlung verabschiede ich mich. Und wir treffen uns das nächste Mal hier wieder, wenn es dann weitergeht zum Boss. Also bis zum nächsten Mal.